Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Ja, da haben wir jetzt aber eine große Mission, Leute. Da haben wir jetzt eine echt fette große Mission, Alter. Morello. Jetzt wird's wild. Und ja, Tommy, da hast du recht. Tommy, schau doch zu. Ich träume sogar mittlerweile von Tommy. Nur so nebenbei. Alles, mein ganzes Leben besteht nur aus Tommy. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Denkt dran, Leute, heute bis 22 Uhr habt ihr Zeit, euch fürs Giveaway zu registrieren, falls ihr Bock auf Tropico 6, die El Press Edition habt. Ich weiß nicht, wie lange Theaterstücke so dauern, aber es wird spät. Los geht's. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren... Ich trete aufs Gas, drücken macht gar keinen Sinn, ich muss doch... Soll ich mit meinen Füßen lenken, oder was? Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist... Sind wir die Könige? Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen, neuen, weißen Anzug tragen. So. Geil. Der driftet geil um die Ecken, Leute. Der driftet echt sexy um die Ecken. Alles klar, Jungs? Ja. Ich schwitze nur wie Ich wollte nur mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Wir sind fast da. Das erzählen wir nicht dem Don. Okay, können wir das Auto wechseln? Jedenfalls. Ah, nee, da passen nur zwei Leute rein. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Na Mann, guckt doch, wer da angefahren kommt, Leute. Ich gehöre doch auch mit zur programmierten Welt irgendwie doch schon. Wenn da einer angerast kommt mit 80, biege ich doch nicht links ab. Was ist heute mit dir los? Pass doch mal auf, wo du hinläufst. Wenn da einer mit 80 angerast kommt, dann laufe ich da doch nicht lang. Alter. Ich sehe ihn! Heiß ihm ein! Los! Hinterher! Häng dich ran, Tom! Oh Gott! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, Leute. Schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Oh Gott! Alles klar! Darf ich auch mitschießen? Nee. Doch, ich darf mitschießen. Von denen haben das Theater beobachtet. Sehr geil, Mann. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Oh ja, diese Fahrseite gefällt mir am besten. Morellos Leute machen uns die Hölle heiß! Die feuern auf allen Rohren zurück! Scheiße, oh, was? Die Kiste steckt zu viel ein! Morello muss ziemlich nervös sein! Hat alle seine Jungs mitgebracht! Ach du Schande, du! Aber wir sind wegen Morello hier! Ja, das ist mir schon ein bisschen bewusst, Mifreno. Ich bin ja dran!
Was war denn da jetzt für ein Lego-Baustein im Weg? Aber ich fand relativ gut gelöst. Das war sehr gut gelöst. Ja, habt ihr das gesehen? Den habe ich Rauch aufgelöst. Wir müssen ihn heute schnappen. Oh, mein Ohr juckt. Mein Ohr juckt. So. Oh. Sorry, Leute. Das Ohr geht vor. Ne? Weiter geht's. Ich hupe ein bisschen. So, wir sind gleich wieder dran. Schön die Polizei für die Kurve benutzt. Du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Ja, Mann. Wird sich auch niemals ändern. Ich bin halt Das ist doch eine Scheiße, Alter. Ja, Mann. Das ist meine Leibspezialität, Alter. Er will uns wohl in den Kasten abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich. Keine Sorge. So, schön jetzt hier durch. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer. Oh, ist hier so eine scheiß Kante, Alter. Nichts gegen dich, Tom. Sorry, die musste weg. Ach nee, da ist die Hupe. Oh Gott. Ich hab nicht mit links... ich darf nicht mit links klicken, hupen, Alter. So, jetzt geht's los, Leute. Finale! Oh, oh. Alter, ist aber schon eine schwitzige Verfolgungsjagd, du. Gott, diese Kerle geben nicht auf. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll Junge, durch. Junge, Junge. Auch verfolgen die denn jetzt uns beide? Nein. Warum sollte ich denn den LKW anschießen wollen? So, jetzt aber. Hier haben wir Zeit, schön auszufahren, Leute. Aber trotzdem ein bisschen Angst vor den Kurven. Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Physik? Schieß auf den LKW. Noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben. Mit dem Turbo an, den hab ich ja nicht. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Mann! Sie haben Los, Leute, alle auf Kommando forzen! Wir brauchen mehr Gas! Oh, jetzt haben wir ihn. Jetzt. Oh, Leute, jetzt aber. Wir haben Gesellschaft! Ich sehe sie! Oh. Ehre. Ehre. Nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß. Los, Bewegung. Wir verfolgen ihn zu Fuß. Los, Bewegung, Digga. Es kommen immer mehr. Das ist mir doch egal. Wir haben einen Freund dabei. Wir stehen hier mitten. Wir sind Jesus. Wir werden eh nicht getroffen. Oh Gott, wir sind fast tot. Komm noch einer, Schmalzlocke! Oh Gott. Alter! Sieht aus wie irgendeiner, der heute Abend noch einen Musikauftritt hat. Wow! Was? Geiler Kerl, Alter. Geil, Junge. Super sexy Dude, Mann. Kann ich einsteigen? Nee. Was? Mit denen?
Ja, passiert, ne? Passiert. Wir sollten uns öfters hinter Gegenstände verstecken und einfach so perfekt zielgenau die Leute erschießen, Alter. Ist viel effektiver. So, komm. Wir lassen uns jetzt hier nicht direkt wieder totballern. Ich gehe direkt hier vor. Zack. Und mach die halt alle weg. Sehr schön. Der andere Dude lebt noch, oder? Ist er tot? Okay, ist tot. Da oben. Den muss ich erst mal sehen, Mann. Ja. Ich will... Aber es ist kein Scharfschütze, ne? Es ist diesmal kein Scharfschütze. Da fehlt das Licht. Das Zielen ist so traurig in dem Spiel. Hat hier jemand ein hochpräzises Scharfschützengewehr für mich? Ich würde gerne mal was treffen. Ja, schießt durch mich durch. Kann man machen. Da ist einer. Haben wir irgendwie so Granaten oder so? Nee, natürlich nicht. Ah, das hätten wir eher machen sollen, ne? Das hätten wir eher machen sollen, als sie angefahren sind. Oh, ich blute, ich bin eine Frau, ich habe meine Tage, Alter. Verdammt. Der ist ja mutig, Alter. Bist du der Highlander? Der kommt einfach mitten auf der Straße auf uns zugelaufen. Im Laufen durch die Autoscheiben, ohne auch nur eine kaputt zu machen. Und er stieg auf in den Himmel. Mit seiner göttergleichen Fähigkeit. Geil. So, komm, wir gucken, ob der Dude da oben eine Dings hatte hier eine. Oh. Oh. Da kommen wir natürlich unmöglich hoch. Das ist, geht ja gar nicht. So, Nummer uno. Ich habe sie gesehen kurz, aber sie sind irgendwie komplett lost. Ich sehe da keinen mehr. Sind das Explosivfässer? Ich probiere es. Nein, sind sie nicht. Da hängt einer hinter der Barrikade. Ist ja lustig. Ein anderer Typ hat uns bemerkt. Sehr gut. Richtige Füchse hier unterwegs. Da ist ein Medikit-Schrank. LOL! Du bist ja aber auch ein bisschen mutig, ne? Ich gebe mich mal kurz heilen, ne? Geronimo! Oh, Vorsicht! Komm schon. So, na dann. Die haben wir doch komplett im Sack, Mann. In meinem Sack. Schön für dich. Ich schieß dich ab. Alter, die ist rot. Nee, die sind alle so. Nein, wir fliegen jetzt kein Flugzeug, oder? Das habe ich alles gar nicht mehr in Erinnerung. Habe ich alles nicht mehr in Erinnerung, Alter. Ah ne, okay, gut. Ich dachte, wir fliegen jetzt hinterher. Fahr doch, Mann! Los! Er entkommt uns! Erstmal Radio anmachen, sehr wichtig. Wir sind zu langsam. Starten! Zähl auf die Motoren! Richten wir Schaden an?
Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Das Flugzeug kann doch so niemals noch fliegen, Alter. Ja! Yeah! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Oh, ist das euer Ernst? Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Sehr guter Plan. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Sehr guter das Plan. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Das war nicht wirklich unauffällig. Ups. So, folge dem Beschädigten. Ja, Flugzeug. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Ja, selbst wenn der jetzt nicht abstürzen würde, der Treibstofftank ist komplett hinüber. Ihr zwei solltet das inzwischen der könnte so oder so nicht mehr lange fliegen. Der hat ja gar keinen Sprit mehr drin. Wohin will er den Feuer bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Nee. Ich glaube, das ist die ideale Straße hierfür. Ja, geht der. Ja, aktuell sieht es nicht wirklich aus, als würde er runtergehen. Schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist. Vorsicht! So was überlebt keiner. Würde ich nicht als Hugo akzeptieren, Alter. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Ja, ja. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg Zeit. Hierher. Oha. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Bist du schon immer so gefahren? Ja, ja! Das ist ja das Problem. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Ja, krass eigentlich, ne? Ich meine, wir haben ja mitbekommen, dass sie ja seit 10 oder 15 Jahren, seit Jahrzehnten quasi, Feinde waren und irgendwo entsteht ja auch schon eine gewisse Sympathie zueinander und so ganz einfach, dass er jetzt weg ist, hat er es jetzt nicht hingenommen, ne? Aber klar, er ist jetzt der alleinige Boss. Wow.